So, grüß euch. Ich bin mal wieder in der Schweiz beim Königstiger und wir sehen den aktuellen Fortschritt. Heute ist der 19. Mai 2019. So, jetzt schauen wir uns mal den Fortschritt an. Ich bitte um Entschuldigung wegen Lärmentwicklung. Es ist eine reguläre Besuchertag, ein regulärer Besuchertag heute und deswegen laufen hier auch Kinder rum. Es wird ein bisschen Lärm geben, klar. Ich kann nicht ein ganzes Museum absperren, alleine für mich. Also, los geht's. Wo sind wir? Da sehen wir erstmal die Teile, die beim alten Tiger teilweise schon neu gemacht wurden, so wie die Kühler. Hier sehen wir die alten Kühler. Und hier gibt es, hier steht der Turm. Wir sehen, da wurde der Rahmen für die Fahrerluken lackiert, überarbeitet lackiert. Da kommt quasi das da, kommt da drauf. Das ist der Rahmen für diesen Deckel. Da sind die praktisch die Fahrerluke und die Funker bzw. der Schütze. Und das kommt oben drauf, vorne auf den vorderen Teil von der Wanne. Die Wanne ist hier. Diese große, lange Öffnung, das ist, da kommt es quasi rein. Was sehen wir noch? Der Turm wurde in Grundfarbe lackiert. Außen, Sand, nach dem Sandstrahlen. Und da sehen wir diese Öffnung für die Kanone. Hier kommt die Kanone raus. Ja. Und zwar wird das folgendermaßen gemacht. Da ist die Rohrwiege. So schaut es aus. Und diese Rohrwiege wird quasi durch diese Öffnung durchgesteckt, samt der Kanone. Man sieht hier diese Lagerzapfen, hier und hier. Auf ihnen lagert quasi die gesamte Kanone mit ihrem gesamten Gewicht und kann also dadurch in der Höhe verstellt werden. Wenn ich mich nicht täusche, ist das hier der Rückstoßdämpfer und das ist der Rohrrückholer oder umgekehrt. Das ist der Rückstoßdämpfer und das ist der Rückstoßdämpfer. Kann man außen so nicht erkennen, der Konstruktion. Ich sehe das hier, das praktisch einen Anschlag hat, aber da ist das auch auf Anschlag. Ich weiß es nicht, also ganz ehrlich. Das heißt, das eine fängt den Rückstoß auf, wenn die Kanone schießt, und das andere schiebt die Kanone wieder nach vorn. Nach dem Schuss. So. Und die Kanone, die wird hier durchgesteckt. Hier wird die Kanone durchgesteckt und sie liegt hier. Da liegt die Kanone. Sie ist auch schon fertig sandgestrahlt und lackiert. Das ist eine zweiteilige Kanone, wie man sieht. Das Teil wird da reingesteckt und dann kommt eine Überwurfmutter drüber, die das Ganze dann festschraubt quasi. Die zwei Teile fest zusammenschraubt. Das Ding, da gibt es sogar ein Video auf YouTube, wie man das aufschraubt. Also war schon sehr abenteuerlich. Aber anders, die Teile waren sehr fest zusammen, hätte man anders nicht aufgekriegt. Da sehen wir den Verschluss. Da wird die Granate geladen und hier wird so ein Schloss vorgeschoben. Und dann wird gefeuert. Und das Ganze wird quasi in die Rohrwiege reingeschoben, in die Öffnung.
Und dann kommt es in den Turm rein. Jetzt gucken wir uns mal den Turm von innen an. Das ist praktisch die Luke, die Notausstiegslucke oder Hülsenauswurflucke. Ein bisschen abenteuerlich zu erreichen. Jetzt gucken wir uns das von innen an. Man sieht die Turmgrenze oder der Turmkranz hier. Das ist das verzahnte Teil. Und da hinten sieht man vielleicht den größeren Teil von dem Turmkranz. Und ja gut, hier sieht man, dass komplett innen drin sauber gemacht wurde und lackiert. So, das schauen wir uns an. Also, müsste ich gehen, für was das Ganze ist. Also hier an den Seiten wird Munitionslager sein. Und man hat hier die Kommandantenkuppel auch schon picobello fertig, samt der Winkelspiegel. Kann man vielleicht sogar durchsehen, was da drin ist. Genau. So hat der Kommandant rausgeguckt. Wo ist da ein T-34? Da ist ein T-34! Turm auf! Auf 9 Uhr! Ziel auf 9 Uhr! Panzerbrechend laden! So. hier ist die Lagerstelle für die Rohrwiege. Rohrwiege wird also hier festgeschraubt. Da kommt das MG durch und hier praktisch das Visier. Das Richtvisier für den Richtschützen. Also es ist nur ein Visier hier. Und das war auch der Kritikpunkt, weil es fällt ein Panoramavisier. Wie hier so auch beim Panther war auch so ähnlich. Da fällt dir quasi ein Panoramavisier oder was. Wie gesagt, man kann das Ziel nur anvisieren, wenn man genau weiß, wo das steht. Das heißt, wenn der Panzer zum Beispiel da hinten steht, dann muss man kurbeln und gucken, wo ist denn das? Oder elektrisch halt auch den Turm verstellen und gucken, wo ist da jetzt der Gegner. Und das war ein bisschen zeitaufwendig. Man braucht etwas Zeit anscheinend. Und hier ist das Kommandantenvisier. Guck mal. Quatsch, das ist der Ladeschütze. Der konnte auch nach vorn gucken, um irgendwie ein Ziel zu finden. Ich weiß nicht, was hier, vielleicht war hier das Panoramavisier. Aber dann wäre der Kommandant hier an der linken Seite. War er etwas weit weg davon. Da muss man mit dem Björn reden, was da genau ist. Jetzt haben wir die Warne hier. Was sehen wir da? Wurde schon vieles nachgemacht. Wie die Schürzen. Die Hecken da reingeschweißt. Da hat man die Schürzenverbreiterung angeschweißt. Weil die ursprünglich die Schürzen von einem Modell abgemessen haben und dann mit dem hat natürlich der Maßstab nicht gestimmt, hier waren die Schürzen zu kurz und deswegen hat man sich hier entschieden, die nochmal zu verlängern, obwohl manch einer gesagt hätte, ja, das klangt doch, das passt. Hier geht man wirklich mit Detail ins Werk, gehen mal hoch, man sieht, dass die Abdeckung oben schon drauf ist, auch schon rangeschweißt. Jetzt reinzoomen. Ist schon verschweißt. Und so sieht es von innen aus.
das war vielleicht wichtig für irgendwelche Modellbauer, die sich dann fragen, wie ist die eine oder andere Klammer im Inneren drin gestaltet. Vielleicht interessiert das jemand. Aber auf jeden Fall habe ich so detaillierte Aufnahmen wie möglich bereitet. Wenn jemand irgendwas Spezielles sehen will, muss er mir das nochmal schreiben oder was. Also auf jeden Fall habe ich ja von innen auch schon sowieso schon gefilmt in anderen Videos. Hier sieht man halt, dass der Deckel noch oben drauf ist und noch ein paar zusätzliche Leitungen innen drin verlegt sind. Da schaut auch schon ein Kabel raus. Und ansonsten hat sich da das meiste bisher am Turm getan. Da ist er. Unser wunderbarer Turm. Schaut der Kommandantenmuppel aus. Von außen. Den machen wir da auch noch. Spezialaufnahme. So, und die große Öffnung, die wird verschlossen werden durch die Kanone. Dann habe ich noch die Info gekriegt, dass der Motor, den sie bei einer polnischen Firma zur Revision eingereicht haben, von der polnischen Firma doch nicht gemacht werden kann. Die scheinen ein Problem zu haben mit Plänen. Also ich denke, das ist meine Vermutung, dass die keine Pläne haben und irgendwie so ein Maybach-Motor ist doch was anderes als so ein Skoda-Motor oder sowas. Ist nur etwas komplizierter aufgebaut und die haben vielleicht gedacht, Motor ist halt ein Motor, machen wir schon irgendwie, aber oder vielleicht fehlen ihnen die Fachkräfte. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall, der Motor ist jetzt unterwegs an eine andere Firma und er wird angeschaut, was mit dem gemacht werden kann. Vielleicht kriegen wir heuer noch eine Lösung. Die Kanone wird voraussichtlich in diesem Jahr noch eingebaut werden, im November. Und da werde ich nach Möglichkeit auch dabei sein. Hoffentlich finde ich da die Zeit. Und ansonsten haben wir alles bis jetzt. Hier steht noch eine leere Hülse, Granathülse. Kann man anfassen, hochheben, wenn man will. Ansonsten kann natürlich jederzeit einen eigenen Beitrag leisten. Tretet zum Team Königstiger bei und unterstützt das Ganze mit einer Spende oder ihr kommt mal vorbei im Museum, schaut euch das Ganze auch näher an. Wie man sieht, man kann hier zur Besuchszeit einfach rumlaufen und das Ganze anfassen. Ist aber nicht weit weg von euch. Schweiz, Roental, Full Roental in der Schweiz, direkt an der deutschen Grenze fast. Also kann man jederzeit die Katze mal zum Streicheln vorbeikommen. So, hier steht schon ein Scheinwerfer. Der Kabel scheint von ihm zu sein, denke ich mal. Und was wollte ich noch zeigen? Also hier zum Beispiel zur Fahrrolle. Hat auch schon einige Kopfschmerzen, denn den Restaurierungsjungs bereitet. Schaut euch mal das an, das ist eine Fahrrolle, die besteht aus zwei Scheiben. Die sind hier Verschraubungen drin mit irgendwelcher Sicherungsklemme. Die verschraubt, die Scheibe besteht praktisch auch aus zwei Teilen hier. Dann ist hier noch ein innerer Teil, dann sind hier irgendwelche Versteifungen drin, die sind auch nochmal extra verschraubt, dann ist hier scheint hier die Lagerabdeckung zu sein. Das ist das Lager mit der Schmieröffnung oder Schmiernippel oder wie das heißt. Also
Und dann von dieser komplizierten Fahrrolle, schaut euch mal an, wie viele dieser Tiger hat. Ne? Und dann sind noch die inneren, die sieht man noch gar nicht direkt. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ne? Da hat einer vom Team gesagt, ja, ich habe mal ein IS-3 gesehen. Da ist eine Fahrrolle und eine Schraube beim IS-3. Und das Ding fährt. Ja, mei. Der muss 70 Tonnen tragen und IS-3-Rolle, wie viel? 46 Tonnen. So. Das ist die Antriebsrolle. Das Getriebe lag vorn und deswegen hat man die Antriebsrolle auch vorn mit der Verzahnung. Daran erkennt man es. Sieht man auch ziemlich groß, das Ding, und auch sehr komplex aufgebaut. Also sieht man schon, das ist eigentlich ein Gussteil. Ne? Und da ist noch ein bisschen Abdrehspuren oder sowas. Ich glaube, das sind Abdrehspuren. Das heißt, man brauchte so eine große Drehmaschine, wo man so ein Teil einspannen konnte und das dann abdrehen. Also so einfach war das alles nicht. Also man brauchte schon große Maschinen für so ein Teil zum Fertigen. So, was wollte ich noch zeigen? Hier, das, der Hebelmechanismus für diese Fahrerlücken. Wie möchtest du so eine Fahrerlücke heben? Zum Aufklappen, du musst ja irgendwie aussteigen können. Also ist hier so ein Mechanismus, dass praktisch diese Fahrerlücke damit gehoben wird. Angehoben, die wird eigentlich komplett angehoben, die wird angehoben. Fährt so ungefähr so weit dann raus. So. Und dann kann man sie zur Seite schwenken. Ich glaube, nach hinten, weil hier ist so ein Speerbolzen. Sie wird nach hinten dann weggedreht. Und hier ist irgendwie so eine Verklinkung für diese Fahrrolle wahrscheinlich. Für diese Fahrerlücke, Mann. Sehe ich überall schon. Fahrrollen! So. Habe ich euch alles gezeigt hier. Die Hängevorrichtung für die zusätzlichen Kettenglieder, die auch als Zusatzschutz dienten. Man sieht also vorne zwei und hinten zwei. So. Und das an jeder Seite natürlich. Also nicht so, dass man auf einer Seite eins hatte und dann auf der anderen zwei. Im Regelfall hatte man überall die Dinger hängen. Das ist die MG-Blende, Kugelblende. So kann man einen Finger reinstecken oder einen Kuratz. Je nachdem, wie man, was man will. So, auf jeden Fall. So schaut es aus der Zeit. Und ich glaube, ich habe alles gezeigt dabei. Dann. Bis demnächst. Wenn jemand noch Fragen hat, schreibt sie mir. Ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Gucken. Ciao.